Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und Statement. Wir haben nichts anderes zu tun, also spielen wir weiter Siedlungs Inversus. Wir müssen ja noch zwei Stufen, glaube ich, gut machen, ne? Und dann gucken wir mal, was haben wir denn noch hier offen? Der persönliche Abschied, der würde mich richtig interessieren, muss ich sagen. Dazu brauchen wir allerdings eine Pistole. Das ist also eher was für später. Den Scharfschützen machen wir, wenn wir das gute Scharfschützengewehr von Stufe 20 haben. Die Operation selbst durchführen. Oh, das könnten wir heute eigentlich mal machen. Anzug. Ja, das wäre relativ langweilig, glaube ich. Das haben wir schon mal gemacht. Erich Sodas mit einem Stromschlag. Seilbahn abschießen. Ausgeraucht. Eliminieren Sie Yuki Yamazaki mit einer explodierenden Gaslampe. Das könnten wir eigentlich mal machen. Das heißt, wir müssen ihr erst Zigaretten bringen, glaube ich, ne? Dann die Gaslampe manipulieren. Eieiei, eieiei. Das wird natürlich unangenehm ein bisschen. Aber was haben wir denn sonst noch für Herausforderungen hier? Starten Sie im Restaurant. Lame. Starten Sie in der Leichenhalle. Boah, semi-lame. Starten Sie im Operationssaal, können wir noch nicht machen. Starten Sie im Garten als Wartungspersonal. Das könnten wir eigentlich mal tun. Schmuggeln Sie als Patient verkleidet eine Schusswaffe an den Wachen am Eingang des Krankenhauses vorbei. Das würde dann mit dem persönlichen Abschied zusammenpassen, ne? Denke ich mal. Crazy Eight. Als gelber Biker verkleiden. Junger Hiro. Fünf Ziele mit dem Wurfstern eliminieren. Höhenkoller. Keine Ahnung, was das macht. Spiel mit dem Feuer. Zwei Ziele durch Einäscherung. Ja. Namaste, ja, da würde mich auch immer noch interessieren, wie das funktioniert. Das finden wir noch aus. Das finden wir noch aus. Gehen Sie zur ärztlichen Untersuchung. Das haben wir doch gemacht, oder? Beim letzten Mal, dachte ich. Ich denke, jetzt ist er tot. Erich Sodas, glaube ich, ne? Das hier müsste der OP-Tisch sein. Overkill. Keine Ahnung. So, also, was haben wir uns gerade ausgesucht? Die explodierende Gaslampe und die Operation selbst durchführen, ne? Ich glaube, das machen wir heute. Das hört sich nach Spaß an. So, und wo wollen wir starten? Im Handwerkerbereich. Und wir bräuchten. Was brauchen wir denn? Wir müssen an den Helikopterpiloten rankommen. Einen Schraubenschlüssel brauchen wir, den können wir uns unten in Dings holen. Ich glaube, wir brauchen eigentlich gar nichts, kann es sein? Oh Gott, das wäre schrecklich, wenn wir nichts brauchen würden. Dann verstecken wir im Personalbadezimmer einfach eine Ampulle mit Betäubungsmittel. Das ist immerhin etwas. So, dann legen wir mal los. Ich habe gar nicht geschaut, wie viele Punkte wir eigentlich noch für die nächste Stufe brauchen. So, kurz orientieren. Schneemobile hier drüben, glaube ich, ne?
Hier ist die Treppe, ja genau, hier sind die Schneemobile. Das heißt, wir versuchen hier diese Tür zu benutzen. Eine Überwachungskamera natürlich. Ach was, hier kommen wir gar nicht rein. Ja, warum denn nicht? I have intel about that bandage patient. Ja, der ist mir heute relativ egal, muss ich sagen. Yeah, that's not gonna work, buddy. Can't let you through. Okay, hier darf ich also gar nicht rein. Interessant. So, dann gehen wir hier durch. Ups. Warum durchschaut der Typ uns denn? Dürfen wir hier vielleicht gar nicht sein? Doch eigentlich schon, oder? Will der Typ nicht mal woanders hingehen? Ich meine, ich will auch hier nur einen Schraubenschlüssel klauen. Na, also. Dafür scheinbar wirklich nicht sein. Hi. Aquariums always fill me with such calm. Looking at the beautiful fish, just serene in their simple existence. So, und jetzt brauche ich natürlich ein Arztkostüm. A little harsh, isn't it? A total ban? You are too. I don't know. Patients do die. Shame it's one of them. Oder kümmern wir uns erst um. Den Chefchirurgen auszuschalten. Das ging natürlich auch. Kümmere ich mich zuallererst mal um die Überwachungskameras. Hey, so you're the curator you research in, right? Let me guess. You want to know about the trial? Oh, so it is true. But the guys had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how does it work? That doesn't work. So, die Leute hier, die sind alle so, keine Ahnung, kriegen halt gar nichts mit. Achso, da unten komme ich dann wieder in die in diesem Wartungsbereich, wo ich ja scheinbar nicht sein darf. So, das war jenes. Okay.
Und natürlich wollen wir jetzt als nächstes an den Piloten ran. Und deswegen räumen wir hier einfach hinten alles frei. Wir müssen noch einen Wartungstechniker rumlaufen, da ist der Pilot. Eine schlafende Wache. Ich frage mich, ob er es mitbekommt. What are you doing? You've got to leave right now. Okay, ja, sorry. Natürlich. Was ist denn dieser Wartungsknilch? Gar nicht hier. Top of the. Ah, fuck. Das ist natürlich schon wieder hier oben. Yo. Geile Flugeinlage. Sehr geile Flugeinlage sogar. Der Typ kriegt da echt gar nichts mit. Da liegt auch ein Brecheisen. Mr. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. A doctor will escort you to your checkup. That was for Mr. Jason Portman. A doctor will escort you to your appointment. Please proceed to the hospital entrance. So, das nehme ich mit und hier ist ein Brecheisen hinter versteckt. Oh, das kann ich gar nicht mitnehmen. Doch. Ich glaube, da war es gerade, oder? Nee, als Handwerker verkleiden. Ich steck mal die Waffe ein. Nee, ich kann das echt nicht mitnehmen. Doch. Ha. Na, also. So, und jetzt. Ja, können wir das ja einfach vergiften. Mit dem Betäubungsmittel. Hi. Hey, back off a bit, would you? Ja, sorry, Mann. Krieg dich ein. Ich glaube, den schalte ich einfach aus. Weil ich es kann. Um hier auf Nummer sicher zu gehen. Er hat eine Zigarettenpackung. Na geil, dann müssen wir da gar nicht einbrechen. Nachher so, jetzt habe ich natürlich das Problem, wohin mit dem Typen? Ah, hier gibt es auch nirgendwo so eine Art Wartungskasten oder sowas, ne? Das heißt, ich bewege den jetzt etwas weiter. Der hat Zigaretten. Gut zu wissen. Wir haben hier nicht umsonst alles freigeräumt. Ja, trotzdem musste ich natürlich mich noch bei Yuki Yamazaki irgendwie einschmuggeln. Mal sehen, ob ich mir da irgendwo ein Leibwächterkostüm schnorren kann oder sowas. Ach, guck mal, da ist er doch. Perfektes Timing. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. Lead the way. Na ja, mach ich. Komm einfach mit. I took pilot lessons myself. I didn't get the license though. I always felt that my hands were destined for something great. Ein Chirurge mit Gottkomplex, na super. Here we are. Help yourself. Thanks, Nails. You're a champion. Gar kein Problem. I'm fine. I can take it. I just need a kick in the ass. Ja, klar. Oh, that hit the spot. Damn, the
fist like a bag of frozen. A bag of frozen. Okay. Und dann schläft er hier gemütlich. Ja, sehr hübsch. Er durchschaut uns. Hat er es beim letzten Mal auch schon geschafft? Ja, wir kommen. Ach so, beim letzten Mal habe ich mich gar nicht als. Okay, verstehe. Muss ja also irgendwie hinten rumgehen. Ich werde mal diese Waffe hier auf jeden Fall weglegen. Vielleicht kann ich auch genau diesen Typen da irgendwie weglocken. Wait a minute. Find out what that was. Das ist der falsche. Okay, also da muss ich jetzt irgendwie außen rum gehen, scheinbar. Na gut, dann tue ich das. Gut, okay. Hier durchschaut mich erstmal keiner. So, habe ich jetzt irgendwas dabei, das beim Pilzen entdeckt wird? Nein. So, ist hier nicht schon der OP? Nee. Ach, der OP ist eine Etage tiefer. Doctor, how are you? Oh, mir geht's gut, danke. Hey, it's Jason. I just saw your message. Shut up. What's the bid now? So, dann schauen wir mal, ob wir das mit der OP hinbekommen. The curator says bipolar. Beim letzten Mal habe ich es ja auf die Schnelle nicht so hinbekommen. Ist das ein Hospital oder ein Resort? Have a great night, Doctor. Dr. Lawrence. It smells of cybernetic. Ach, wahrscheinlich hier sind so einige, die uns durchschauen. Na, dann schauen wir mal. So, was kann ich denn hier machen? Also hier kann ich die Prozedur auf jeden Fall auswählen. Roboterarm aktivieren. Okay, das macht erstmal nichts. Eine Herzinjektion durchführen. Dann nochmal den Roboterarm aktivieren. Nein, nicht. Okay. Also es ist ein kleines Knobelspiel. Ups. Also Roboterarm aktivieren. Herzinjektion. Und dann Blut entnehmen. Yamazaki awaits. Patient unresponsive. Lost.
Patient deceased. Oh, sorry. Ja, irgendwo brauche ich jetzt. So, hier komme ich gar nicht rein. Was steht denn jetzt hier? Scheint doch eben noch nicht da. So, irgendwo bräuchte ich jetzt wahrscheinlich ein Leibwächterkostüm oder sowas, um mich bei Yuki Yamazaki einzuschleichen. Außerdem kann man damit viel Spaß haben, habe ich gehört. Muss hier nicht ein Leibwächter drin stehen, oder? Scheinbar nicht. Weighs exactly 3/4 of an ounce, less now than he did moments before passing. Geil. Perhaps Dr. McDougall was right after all. Was ist denn Dr. McDougall? Auf jeden Fall, ja, der Film 21 Gramm, ne, den kann man sich auch mal einziehen. Der ist nicht so schlecht. Good evening, Doctor. Also irgendwo brauche ich aber so einen isolierten. Achso, hier ins Chefarztbüro komme ich natürlich auch nicht rein. Wieso stehen hier drei rum? Warum lehnt hier so ein Typ an der Wand? Ist halt zur Seite geschoben. Ja, einen einzelnen Leibwächter jetzt hier finden. Oh shit. Ich muss hier mal gerade weg. Wie hat der mich denn jetzt gefunden? Just try and show your face here again. Just a little bit. I'd give it up right away. Shit! Guys! Can anyone please help me? I need help here. Ah, geh doch durch. God save you, think you're doing? Das war ein bisschen laut scheinbar. Schade. Ach shit. Das hat nicht so geil funktioniert. Kurzer Cut und dann geht's weiter. So, wir brauchen hier also irgendwie eine andere Möglichkeit, uns ein Leibwächterkostüm zu holen. Vielleicht. Aber da hinten ist so ein Treppenhaus, ne? So, die kommen jetzt hier durch. Wie geht er denn jetzt hin? Und warum habe ich dieses Brecheisen in der Hand? Achso, hier ist der OP. Tja, verdammt, Leute. Hier unten gibt es keinen Leibwächter. Wie komme ich da am besten rein bei Yuki Yamazaki? Vielleicht gehe ich doch unter in die Küche und verkleide mich dann als Arzt oder so. Gab es hier nicht noch irgendwie einen Ausgang? Ach, da ist der Direktor. If you need to talk to a counselor following this tragic incident,
I am available. File a request through the help desk, and I will get on it. I am terribly sorry. You did everything you could to try and save her. What am I expecting to tell Miss Yamazaki? Der quatscht schon noch ewig lang. An sein Kostüm würde ich natürlich gerne rankommen. Damit kann ich mich nämlich bei Yuki frei bewegen. Everything is going to be okay, Doctor. So, wo rennt der Typ jetzt hin? Na, ich sehe es nicht. Ich hoffe, der geht hier nach oben in Richtung sein Büro. Und ich renne natürlich direkt in ihn rein. Evening, Doc. Hi. Doctor, I'm detecting an increased level of stress and tension in your body language. If you'd like me to prescribe you a mind sedative, I'd be happy to assist. So, ich hoffe, hier kann jetzt keiner rein. Doch, hier kann jemand rein. I'm sorry for your loss, Doctor. Welcome. I understand Sodas was important to the hospital. Is that you, Director? Ja, ja, ich bin's. Einfach nicht drum kümmern, was ich hier so treibe. So, ja cool, dann haben wir jetzt hier also uns als Direktor verkleidet. Ja, doof, dass ich da einfach so in ihn reingerannt bin und hier, der scheint uns auch einfach zu durchschauen. Was natürlich sehr ungünstig ist. Unglaublich. Eigentlich irgendeinen Scheiß dabei nehmen. Zigaretten sollte ich dabei haben. Hey Leute, alles gut? Ja, sehr schön. Maybe you can tell me. Is it true? Mr. Director. Hallöchen. Director. You know, even with the added security. Hi Leute. This is the most relaxing gig I've been on with Miss Yamazaki. Oh, so verdammt unauffällig. Wo kann ich denn hier die Zigaretten hinlegen? Da kann ich auf jeden Fall Münzen mitnehmen. That was an interesting afternoon, yeah. Ah. Sir, please take your belongings with you. Well, well, look what you found. Miss Yamazaki is going to be pleased with you, my friend. Ja, das sehe ich auch so. Müssen jetzt nur warten, bis sie hier ankommt. Wo treibt sie sich denn gerade rum, die Gute? Ach, eine Etage höher. Wahrscheinlich in der Nähe des Sushi-Restaurants. Ich würde es aber schon gerne sehen. Allerdings. Vielleicht gucken wir uns das einfach vom Nachbarbalkon aus an. Ich weiß nicht, ob Yuki unsere Verkleidung durchschauen würde. Hier komme ich gar nicht rein, Herr Direktor. Betrug. So, da kommt sie. Oh, vielleicht können wir mit ihr reden.
Ich meine, wenn ich jetzt schon direkt da bin und so. That is Yuki Yamazaki. Miss Yamazaki. Former lawyer to the Yakuza Director. And current operative for Providence. Perhaps we should discuss in private. Agreed. Follow me. Hello. Okay. How are you, Mr. Director? Ah, wahrscheinlich können wir sie jetzt an der Gondel runterschmeißen, ne? Das wollte ich natürlich nicht. Ist aber definitiv auch eine Möglichkeit. Good evening. Das ist natürlich die Frage, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir sie hier runterschmeißen? Ich glaube, wir hören uns das Gespräch hier mal zur Gänze an und schauen dann zu, wie sie explodiert. Leave us, please. No objections. Ja, da macht sie es mir echt zu einfach. Explain. We suspect that one of our patients are not who they claim to be. Anonymous tip. I see. An assassin? I assume you run background checks. Of course. But IIDs can be manufactured if you have enough time, skill, and money. I expect your security team to be on top of this. Re-examine all patients. I understand you need to protect your clientele, but losing soldiers is not an option. Zu spät. Hat ihr das noch keiner gesagt? Carefully how you handle this, Director. Yes, ma'am. In the meantime, watch your back. Ja, und jetzt könnten wir sie einfach hier runterschmeißen. Was macht sie denn da? Ach, hat sie auch so eine E-Zigarette wie der Pilot hatte, glaube ich, einen, ne? Also wir könnten sie jetzt hier einfach runterschubsen. Aber ich möchte, dass sie explodiert. Können wir das von hier aus sehen? Nee, da ist der andere Balkon im Weg. Also werden wir ihr folgen müssen. Schade. So, sie orientiert sich schon nach rechts. Dann hoffe ich, dass sie jetzt rauchen gehen wird. Auch hässlich, ne? Wie die Schuhe hier so in der Schräge verschwinden. Rechts. Ja, ich glaube, sie geht nach rechts. Sehr gut. Dann folgen wir ihr einfach unauffällig und schauen uns an, wie alles explodiert. Ich hoffe, wir kommen dann hier noch irgendwie raus. Could it be? Oh ja. Yes. Thank the spirits. Now to find a good place to light up these babies. This is going to be good. Na super, die freut sich echt drauf. Enjoy. Ja, wenn sie da drüben steht, dann wird es natürlich nichts mit der Gaslampe. Ah, nee, sie geht da hin. Immer anzünden. That's both targets down. Time to find an exit. Ich glaube, ich habe hier eine ganze Menge Leute erwischt. Aber sie ist auch richtig gut da vom Balkon geflogen. Kann man einfach nicht anders sagen. Nee. Gut, ja, also sehr unsauber wieder hier alles. Been on extra duty, huh? Yeah. Miss
aber spaßig. Damit haben wir gar nicht mehr allzu viel hier zu erledigen. 3000 Punkte fehlen uns noch. Ja, zwei Nicht-Ziel-Kills. Der immer unbemerkt nein Körper wurde auch gefunden. Reden wir nicht drüber. So, was nehmen wir uns denn fürs nächste Mal vor, Leute? Vielleicht den Stromschlag. Wäre das lustig? Ja, was heißt lustig? Ja, und dann stoßen wir Yuki Yamazaki vielleicht einfach darunter. Kreislaufkollaps und sie darunter schubsen. Gibt es genug Punkte insgesamt? Es gibt 2500. Das gibt auch 2500, ja, und dann sind wir auf Stufe 20 und können dann machen, was wir wollen. Mal schauen, ich bin gespannt. Könnte lustig werden. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao!